Ja, liebe Schmetterlingsfreunde, hier haben wir eine Platztüte mit einer Admiralsraupe gefunden. Es ist jetzt Mitte Juni und da findet man in solchen Waldgebieten mit vielen Brennnesselbeständen diese Blatttüten überall. Allerdings heißt es nicht immer, dass in einer Blatttüte auch wirklich eine Admiralraupe drin ist, denn Spinnen und andere Nachtfalter tun das auch. Aber in dem Fall habe ich mir die Raupe mal angeschaut. Es handelt sich in der Tat um eine kleine, etwa 2 cm große Admiralraupe. Und die hat natürlich hier optimale Bedingungen. So muss ein Biotop aussehen, damit sich der Admiral hier weiterentwickeln kann. Des Weiteren, man sieht es hier, ist es Waldboden. Admiräle saugen gerne auch an nasser Erde, wie das die Schillerfalter auch gerne tun. Allerdings sieht man ihn auch zum Beispiel oft an Disteln oder auch an anderen Blumen, die jetzt hier zum Beispiel hier auch an der Brombeere sieht man ihn oft saugen. Oder Waldziest, der wächst jetzt hier auch. Es gibt also genug Auswahl, damit der Admiral hier sich zurechtfindet. Wichtig für den Admiral ist immer ein üppiges Vorkommen von Brennnesseln und dass diese Brennnesseln im Schatten stehen und nicht in der prallen Sonne. Entlang des Weges sieht man sehr große Brennnesselbestände. Das sichert natürlich dem Admiral einen wunderschönen Tagfalter, auf alle Fälle den Fortbestand. Habitat für Admiral. Ganz links auf der recht hohen Brennnessel im unteren Stockwerk sitzt eine fast erwachsene Admiralraupe. Wir schauen uns jetzt mal an, was die Admiralraupe alles macht. Das hier sind Brennnesselsamen. Sie schmecken leicht nussig und man kann sie sehr gut benutzen in der Küche, um sich zum Beispiel einen Brotaufstrich zu machen. Und ganz in der Nähe dieser Brennnesselsamen finde ich hier diese Blatttüte. So nennt man das. Hier in dieser Blatttüte, wenn man da reinschaut, sieht man eine dicke, fette
Raupe. Das ist die Raupe vom Admiral. Und wenn ich mir etwas Zeit nehme und genauer schaue, dann sehe ich hier an jener Stelle überall Blatttüten. Das heißt, hier hat eine Admiraldame oder mehrere Admiraldamen ordentlich Eier gelegt. Und weil dieser Randstreifen nicht gemäht wurde, Gott sei Dank, können sich hier die Admiräle ungestört entwickeln. 2-3 Meter weiter, die nächste Blatthütte. Dann gehe ich jetzt ein Stockwerk höher. Das war auch einmal eine Blatthütte. Nur irgendwann mal war sie zu klein. Und so hat sie die Blatthütte verlassen und sich eine größere zusammengenagt. Oder besser gesagt zusammengesponnen. An jenem Blatt legte die Admiraldame ihr Ei ab. Und gegenüber sieht man ja auch hier sehr schön eine Blatttüte. Darin lebte dann die Jungraupe. Sie wurde dann etwas größer. Und wie es dann so ist, zieht dann die junge Raupe um in eine andere Blatttüte. Das heißt, sie zieht nicht um in eine Blatttüte, sondern sie baut sich eine neue Blatttüte. Die sehen wir jetzt hier. Hier im Bild. Das ist die neue Blatttüte für die etwas größere Raupe. Da bleibt sie so lange drinnen, verlässt sie zum Fressen und übernachtet dort dann wieder. Somit ist sie bestens geschützt vor Feinden. Thank you.